Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video reden wir wieder mal über den vergangenen Suntalk. Schon wieder ist eine Woche um. Und ja, ihr könnt mal wieder gespannt sein, denn der Wolfgang hat auch dieses Mal gar nicht so vieles konkret erzählt, aber man hat mitbekommen, er hat schon wieder ein paar Ässe im Ärmel. Und genau darüber reden wir heute, was denn jetzt bestimmt die nächsten Wochen so passiert. Der Stable ist kurz vorm Launchen und, also das Ende der Beta-Phase. Und genau deswegen denke ich, ist dieser Suntalk ein richtig wichtiger gewesen. Denn es könnte schon nächste Woche Sonntag bzw. übernächste Woche Sonntag vorbei sein. Dann könnte der Stable live sein. Dann könnte die Beta-Phase vorbei sein. Die 10x-Aktion endgültig vorbei und Sun Mini Meal kann endlich anfangen zu skalieren. Also viel Spaß, aufgepasst, vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben, meinen Kanal zu folgen und ich sage jetzt erstmal bis gleich und viel Spaß. Im Hintergrund, so schön groß wie ich ja auch hier bin, sieht man mal wieder den lieben netten Wolfgang am Reden hier auf dem Boot, wo er auch mehrmals drauf betont hat, dass es deswegen auch ein bisschen wackelt, weil er hier tatsächlich auf dem Weg zu Nizza war. Und von Nizza geht es dann Tatsache direkt heute bzw. gestern, also am 30.06. nach Düsseldorf. Dort wurde er eingeladen zum Spiel. Und zwar in die Arena, wo er sich anscheinend mit irgendwelchen Bundesligisten, also Bundesliga-Vereinen, also Sportvereinen letztendlich trifft, um irgendwelche Partnerschaften zu besprechen, was natürlich super interessant ist. Und ja, auch mal wieder Chapeau hier an Wolfgang natürlich, dass er sich überhaupt, hat er ja selber hier gesagt, 10:30 Uhr ging es los, bis 11:45 Uhr redet er hier. Und um 12 Uhr muss er weiter, weil er abgeholt wird, weil sie direkt losfliegen zu diesen Meetings hin. Und trotzdem sitzt er hier und nimmt sich die Zeit und hat sich auch natürlich die Zeit genommen, hier über das Lebensmittel oder über die Mahlzeit, ja genau, über die Mahlzeit Lasagne zu sprechen, wo er auch hier gesagt hat, nicht mehr das beste Lebensmittel der Welt, sondern die beste Mahlzeit der Welt. Macht ja auch irgendwie mehr Sinn, Minimil gegenüber Mahlzeiten zu stellen und nicht nur Lebensmitteln, denn letztendlich ist ja auch ein Minimil irgendwie was Komplettes und nicht nur, sage ich mal, eine Möhre oder eine Zucchini oder was auch immer, sondern halt eben so ein Gemisch aus ganz vielen Sachen. Deswegen finde ich das auch cool, weil wenn, dann essen wir auch selber zum Beispiel nicht nur Gurken, sondern wir essen dann ja eine Lasagne. Und das ist natürlich interessanter zu wissen, was steckt denn in dieser Lasagne drinne. Jetzt juckt mich hier irgendwie meine Nase so, aber naja, egal, wir machen mal weiter. Ja, hier sehen wir tatsächlich natürlich dann, wie er wieder Lasagne, wie alles andere auch ganz schön auseinander nimmt hier und einfach so ein bisschen darüber erzählt, ob es gesund ist oder eben nicht. Wir sehen hier, dass recht viele Eiweißbausteine eben wegen auch dieser Fleischsoße drin sind, dass wir hier Cl, Chlorid wegen dem Salz haben, dass wir ein bisschen Natrium, ein bisschen B12, Omega-6 teilweise und Vitamin B3 da drin haben, aber ansonsten, naja, es nicht so cool ist. Ansonsten ist er hier das erstmal aufs Thema Fettprofil eingegangen, was ziemlich interessant war, denn das Fettprofil von Minimir, und das sieht man hier auch ganz schön, ist wirklich optimal, 100, 100, 100, 100, 100, 100%ig in 100 Gramm enthalten, also komplett perfekt, genau das, was man braucht. Und das ist ja genau deswegen, feiern wir Minimil auch, weil es halt einfach alles drin hat und weil es halt einfach perfekt ist für den Körper. Und ich auch jedes Mal, jeden Tag von Leuten, die es nehmen, wirklich immer wieder irgendwie einfach was Positives mitbekomme, was Positives erzählt bekomme, dass sie sich einfach besser deswegen fühlen und es deswegen auch dementsprechend gerne nehmen. Und ja, wie ging es dann jetzt hier letztendlich weiter? Es ging weiter, aber hier, wo er natürlich nochmal über die Punkte geredet hat und auch hier über die neue Mini-Meal-Präsentation, die dann hier erstmal vorbereitet wurde. Die neue Mini-Meal-Präsentation hat er hier tatsächlich vorbereitet bzw. vorgetragen. Und ja, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen schneller durch, weil wir müssen jetzt hier auf jeden Fall keine neue Präsentation uns anhören. Die könnt ihr euch gerne anhören hier von Wolfgang persönlich. Man sieht hier die Entwicklungszeit letztendlich, man sieht hier die Geschichte mit den 50 Ernten, wo der Wolfgang vor über 10.000 Leuten ja hier auch bei der Lanxess Arena geredet hat, was ja, denke ich, oder meiner Meinung nach viele, viele, viele Leute beeindruckt hat. Auch der Nico Rosberg hatte eine Nachricht abgespielt. Hier ist einmal ganz kurz und prägnant, was wir tun. Wir bieten mit Sun Mini Meals die leistungsfähigste Mahlzeit für unterwegs an, wie wir es tun und warum wir es tun. Also es ist schön knackig und gut verständlich aufgebaut. Das ist ja oftmals das Problem der meisten Menschen, dass die Leute sonst
Also man gibt den Leuten so viel zu futtern, dass die Leute gar nicht mehr das Wichtige sehen können, sondern sich nachher auf so unwichtige Sachen fokussieren. Und das ist, finde ich, immer cool bei einer Präsentation, wenn man wirklich den Fokus nur aufs Wesentliche hat. Und das haben sie hier meiner Meinung nach, ja, also nicht von wegen Riegel, sondern wir haben ein gesamtes Lebensmittel und die Vorteile nochmal und hier und da und jenes. Wir kennen das, beziehungsweise die meisten kennen das von uns schon. Jeder, der es nicht kennt, auf jeden Fall mal angucken. Denn ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, um es einfach nochmal besser zu verstehen. So, wir gehen jetzt hier mal weiter. Das hier fand ich noch ziemlich cool. Über uns, Sanagé, Herstellung von Mahlzeitersatz, Umsatz über 10 Millionen Schweizer Franken pro Monat aktuell. Gesellschafter ist der Wolfgang, CEO ist der Wolfgang, Produkt ist das Sun Mini Meal, Vermarktung ist Abos mit Sun Rewards, USP von Natur aus nährstoffkomplett, Claims, sie haben über 180 Health Claims. Ja, sind auch EU-reguliert und das mehrmals. Unsere Mission, unsere Vision. Also Leute, wer das alles weiß über Minimil, der kann die Leute auch aufklären. Hier sehen wir nochmal die neue Produktion. Sogar ein Zeitungsartikel, wo die Gemeinde tatsächlich sehr stolz darüber ist, dass die Minimil, dass die Sun AG das tatsächlich so auch aufgekauft hat. Und ja, hier geht es dann noch weiter um die Geschichte hier, die wir auch schon kennen, die meisten von uns. Wer sie noch nicht kennt, wie gesagt, einmal am besten hier einfach das Video angucken. Jetzt geht es hier natürlich noch um die Vermarktung, wie das Ganze denn auch wirklich groß gemacht wird mit NIOM, mit Race for Soil, mit Porsche als potenziellen Partner, wo ich ja diesen Porsche GT3 oder was das hier sein soll, extremst cool finde mit dem Sun Mini Meal auf dem Logo. Dann haben wir hier das Greater Festival mit dem lieben Hansi Hinterseher auf der Bühne. Wir haben hier Joey Kelly. Wir haben Videos, die vom Hansi Hinterseher noch kommen. Und noch ganz viele verschiedene Sachen, die hier dementsprechend auf uns zukommen. Und ja, wohin wollen wir? Das hier ist, finde ich, eine mega coole Geschichte. Und zwar unser Plan, jedes Jahr eine Verdopplung. Hier sehen wir das. Wir sind aktuell schon bei 67% von dem, was wir 2024 schaffen wollten. Und zwar von 78.000 Abos haben wir schon 67%. Dann im nächsten Jahr wollen sie nochmal eine Verdopplung, also auf 156.000 nochmal, 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 nochmal. Und so sind wir 2030 auf 5 Millionen aktiven Abos, was auf jeden Fall machbar ist. Jetzt stellen wir mal vor, wir haben den 1.7. sind bei 67%. Das heißt, wir sind sogar ein bisschen schon im Plus. Und werden es vielleicht sogar schaffen, sogar 80.000 oder 90.000 im ersten Jahr zu machen. Vielleicht sogar schon 200.000 im zweiten. Und dann fängt dieser Zinseszinseffekt an zu rollen. Und dann wird dieses Ding hier richtig, richtig groß werden. Das wird nicht nur 2030 5 Millionen, sondern vielleicht sogar schon 2029 5 Millionen Kunden erreichen werden. Das wäre natürlich ein cooles Ziel. Und das, denke ich, schaffen die auch. Denn die hauen hier wirklich eine Delle in dieses Universum rein. Mit eben allem, was kommt. Also mit dem Coin, mit dem Produkt, mit dieser gesamten Vision, die ja so einfach einzigartig ist. Und ja, da kann ich euch nur empfehlen, schaut euch auf jeden Fall diese Präsentation hier an. Ich finde sie extrem spannend, extremst gut gemacht. Auch wenn sie lang ist, ist sie einfach sehr prägnant und sehr ja, bedeutend. Hier ist der Wolfgang und hier nimmt sich der Wolfgang dann auch wieder Zeit für die Menschen. Was gab es hier letztendlich Interessantes? Und zwar, dass, naja, es gibt Stable News nächsten Sonntag wahrscheinlich. Das Testnetz für den Stable kommt in den nächsten paar Tagen. Die Umsatzbeteiligung wird später nach dem Snapshot, der in den nächsten Tagen gemacht wird, verteilt. Das heißt, alle Leute, die jetzt schon fleißig staken, die brauchen nicht mehr zu staken. Auch das habe ich tatsächlich ich falsch gesagt gehabt, weil ich mir gedacht habe, gut, ob wir jetzt jeden Tag reingehen und staken oder halt eben nicht. Macht ja auch keinen großen Unterschied. Wenn es am Ende was bringt, ist cool. Wenn nicht, ja, dann habe ich halt 3 Sekunden jeden Tag verschwendet. Und dementsprechend heißt es aber ja hier, dass die Umsatzbeteiligung auf die vergangenen Tage, Monate, Wochen, ja, tatsächlich automatisch resettet wird, was natürlich extremst entspannt ist, weil das heißt, wir müssen nichts machen, sondern es wird einfach automatisch bei uns im Dashboard letztendlich hinzugefügt. Der Wunsch von Wolfgang ist natürlich, den Stable in den nächsten 1 bis 2 Wochen zu machen. Er weiß nicht, ob das geht, aber wenn es gehen sollte, sein Wunsch ist es. Und ich denke, er wird alles tun, damit es auch klappt. Trotzdem, lieber dauert 2 Wochen länger als 1 bis 2 Wochen zu früh, wenn irgendwie was wieder nicht läuft. Das wäre einfach schade. Lieber klappt es einmal und läuft es einmal und dann auch richtig.
Schoko meinte, er wird es so schnell wie möglich geben. Vielleicht wird sogar eine 10.000er Limited Edition bald kommen, dass man einfach 10.000 Schoko Mini Meals schon mal bestellen kann. Was natürlich auch cool ist, denn er ist der Meinung, dass die Schoko Mini Meals einfach allgemein extremst viel bringen und auch extremst gut ankommen werden. Dann wird es bald Shirt, Hoodies und bald im Shop geben. Denn auch das wünschen sich die Menschen. Die Leute wollen Caps, Hoodies und allem drum und dran natürlich kaufen und auch haben. Da sagt der Wolfgang, das ist eigentlich nur noch ein Klick entfernt, aber er muss den Klick machen und dementsprechend wird er dafür sorgen, dass er das irgendwann die nächsten Tage um 4 Uhr morgens dann einfach selber übernimmt und dementsprechend diesen Klick macht, damit wir letztendlich auch alle glücklich werden. Nochmal kurz zum Ende der Beta-Phase. Die Beta-Phase endet bei einem Kurs von 10 Cent oder beim Launch von Stable. Dann gibt es die 10x-Aktion nicht. Also wenn du noch nicht die 10x-Aktion genutzt hast oder die 10x-Aktion schon genutzt hast, dann kannst du auf jeden Fall jetzt natürlich nochmal nutzen und dir nochmal ein Prepare holen, um nochmal das Zehnfache in Soulcoins zu bekommen, um Credits zu bekommen, die du ja wiederum auch nutzen kannst, um dich am Umsatz zu beteiligen. Und. So viele schöne, tolle Vorteile. Das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal drüber nachzudenken. Ja, dann hat er noch darüber geredet, dass der Stable ja letztendlich ein Utility-Token ist, der gegen Minimil getauscht wird. Also, dass der Stablecoin letztendlich ja ein Coin ist, der am Wert von einem Minimil drangebunden ist. Das heißt, wenn Minimil vom Wert her steigt, also nicht mehr 1,60 oder 1,50, sondern 1,80 Wert, was natürlich ziemlich cool ist, denn so wird der Stablecoin ja auch vom Wert her steigen im Dollar her, denn nicht das Minimil wird günstiger, sondern wahrscheinlich eher der Dollar, mit dem man das Minimil kaufen kann. Und so wird der Stablecoin natürlich auch wertbeständig sein und wird, sage ich mal, wenn der Dollar am Ende deutlich weniger wert ist, auch mehr Dollar kosten, was ja auch irgendwie Sinn macht. Genau, und das war eigentlich so alles Wichtigste. Letztendlich müssen wir uns jetzt einfach mal drauf, ja, müssen wir einfach mal drauf gespannt sein, wie das jetzt die nächsten Monate, die nächsten Wochen hier ausschaut. Ich denke, diese und nächste und die übernächste Woche wird sich hier verdammt viel tun, was den Stable angeht, was diese Liquidität angeht, die hier in den Markt kommt. Dann wird auch der Suncoin richtig, richtig abgehen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, ruhig bleiben, abwarten, Geduld haben und dann werden wir auf jeden Fall gucken, wo die Reise hingeht. Ich habe immer noch ein richtig gutes Gefühl. Kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das so siehst, ob du immer noch ein gutes Gefühl hast oder wie du allgemein so darüber denkst. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Hoffentlich dann auch wieder gesund und bis dahin sage ich mal ciao, viel Spaß, einen schönen Tag noch und bis bald.